Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin Witsch hier. Ja, das Thema Selbstwert und Blockaden, das hängt ganz eng miteinander zusammen. Und über 25 Jahren Coaching und Training habe ich immer wieder gesehen, dass sich Menschen unnötigerweise blockieren. Und wenn dich das interessiert, bleib dran, weil diese Blockaden sind unnötig. Warum sind die unnötig? Wir sind alle bedingungslos, liebenswert und achtenswert zur Welt gekommen. Das heißt, wir sind alle gleich und waren alle gleich. Das heißt, wir haben Talente, wir haben Eigenschaften, wir haben so viele Dinge, die liebenswert an uns sind und die achtenswert an uns sind. Aber dann passiert Folgendes, dass unser Umfeld uns anfängt zu bewerten und abzuwerten. Aber die machen das nicht extra. Das heißt, wenn, was sagte mir letztens im Coaching jemand, man sagte mir immer, ich sei als Frau zu groß. Ne? Du bist zu groß für eine Frau, wie willst du denn einen Mann finden? Du spuckst den ja auf den Kopf. Ne? Also wie geht's einem Mädchen, wie geht's einem Kind, wenn man ihm erklärt, dass es so, wie es sei, nicht richtig ist? Und das passiert oft durch Vergleiche und das passiert durch unbewusstes Verhalten der Eltern, und deswegen rufe ich das auch in jedem meiner Seminare zu: Passen Sie bitte auf, was Sie Ihren Kindern sagen. Was kommunizieren wir unseren Kindern in Bezug auf ihr Sein? Du bist. Und ich habe mal die 4 häufigsten Selbstwertblockaden mal zusammengefasst, die in meinen Coachings immer wieder über den Weg laufen, wo ich sage, das blockiert dich, weil die Überzeugungen, die du von dir und der Welt hast, sind die stärkste verhaltenssteuernde Kraft. Und insofern sind das auch wieder spannenderweise die Themen in den Hypnosen, indem wir nämlich diese neue Affirmation oder die richtige Affirmation, wie ich auch gern zu sagen pflege, dann ins Unterbewusstsein eingeben, weil wir haben, und wenn du hier zuhörst, kannst du dir vielleicht an das eine oder andere erinnern, was man dir zugerufen hast. Das Hindernis Nummer 1 ist dieses Ich bin nicht genug Gefühl. Ich bin nicht schlau genug, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht erfolgreich gut genug. Wenn du dieses Gefühl hast, dann bist du in guter Gesellschaft, weil ganz, 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 ganz viele Menschen werden von diesem Gefühl gequält. Aber die gute Nachricht, dass es ja erlernt ist. Und du kannst, das ist das Schöne, sofort damit beginnen, es zu verlernen. Also die Botschaft heißt, ich bin genauso richtig, wie ich bin. Ich bin bedingungslos liebenswert, weil ich bin, wie ich bin. Das hört sich jetzt erstmal einfach an, aber wenn ich abgeglichen werde, wenn ich mit einer 2 nach Hause komme und gefragt wird, wer hatte denn eine 1, warum hast du nicht eine 1, ich aber in diesem Fach mein Bestes gegeben habe, ja, dann bin ich gut genug. Und deswegen sagt ja schon Maria Montessori, vergleiche ein Kind nur mit sich selbst. Und ich rufe dir zu, vergleiche dich nur mit dir selbst. Du bist gut genug, du bist genau richtig, während du hier zuhörst. Und es gibt keinen Vergleich, weil deine DNA ist einzigartig. Und als ehemaliger Kriminalbeamter kann ich dir sagen, dein Fingerabdruck und auch mittlerweile deine Augenabdruck sind einzigartig. Hindernis Nummer 2 ist der Mangel an Bedeutung in deinem Leben. Das ist das, was ich sehr oft erlebe. Naja, was hat mein Leben schon für eine Bedeutung auf dieser Welt? Also die Leute, die so etwas sagen, haben das Gefühl, dass ihr eigenes Leben nicht bemerkenswert ist. Und ja, Herr Witsch, man muss ja berühmt sein, man muss bei der Europameisterschaft mindestens einen Elfmeter getroffen haben, man muss ein Millionär sein, man muss ein Schiff haben. Ne? Aber die Frage ist, warum haben wir kein Gefühl von Bedeutung? Und ich habe in meiner eigenen Historie festgestellt und in der Historie vieler anderer, dass man nur ein Gefühl von Bedeutung entwickeln kann, wenn man auch das tut, was man liebt, wo man Mehrwerte generiert, wo man Wirksamkeit erzeugt und mit diesem Gefühl auch sagen, das, was ich tue, ist bedeutend, es ist ein Mehrwert für die Welt.
Und deswegen ist ja auch mal die Frage, die ich an dich stelle und auch in den Coaching, was ist dein Geschenk an die Welt, weil du bist, wie du bist und weil du zurzeit auf Erden wandelst? Und da ist oft eine ganz, ganz spannende Frage, was war deine liebste Aktivität als Kind? Und eine tiefgreifende Erkundung dieser Fragen ist der Weg über dieses Hindernis, nämlich jedes Leben auf diesem Planeten hat eine Bedeutung und ich kann ihm auch eine Bedeutung geben. Und da Gehirnschmalz zu verwenden, Zeit zu verwenden, das ist dann Ansatz auch meiner Beratungen. Und wenn du jetzt gerade sagst, naja, ich stehe morgens um 8 auf oder um 7 oder um 6, dann fahre ich zur Arbeit oder jetzt ja Homeoffice, dann mache ich meinen Job. Oder wie viele sagen, hier am Ende hatte ich das Gefühl, ich habe nur noch funktioniert. Und das ist, glaube ich, Sinn und Zweck unseres Lebens, dass wir nicht nur einen Sinn haben, sondern dem auch dem Ganzen eine Bedeutung geben. Und deswegen frag dich einfach nochmal nach diesem Podcast, was ist dein Geschenk an die Welt, weil du bist, wie du bist. Das Hindernis Nummer 3, das ist in vielen Fällen die Angst vor Ablehnung. Also in diesen Fällen berichten die Leute, dass sie sich selbst zurückhalten, weil sie die Angst haben zu versagen und somit auch abgelehnt zu werden. Also das heißt, entweder ich bin von mir nicht überzeugt und auch nicht mehr von meiner Idee und ich habe Angst, dass ich abgewertet werde. Wie kann man da so einen Scheiß machen? Oder wenn es nicht funktioniert, sagen, haben wir doch gewusst. Und das sind die Superleute. Ne? Man kommt mit irgendeiner Idee um die Ecke und ich glaube, ich habe es ja schon mehrfach erzählt, irgendeine Krawatte zu zerschneiden, macht da mittlerweile ein Stecktücher draus, gibt mittlerweile eine eigene Firma, Corbatino. Die Leute, die bisher die Sachen geschenkt bekommen oder gekauft haben, sind begeistert. Aber ihr glaubt gar nicht, was am Anfang die Leute gesagt haben, so ein Quatsch, was machst du denn da jetzt, wer soll sowas mögen, willst du jetzt deine Pfade verlassen? Also dieses, ach du je, oh je, oh je, ne, wo man dann denkt, hättest du doch nur mit keinem drüber geredet. Ja, nein, mit jedem drüber reden. Dieses Angst vor Ablehnung, was sollen denn die Leute denken? Ja? Und die sitzt tief in uns, weil ja, in unserer Gene ist ja verankert, dass, als wir vor der Höhle lebten, bedeutet der Ablehnung Ausschluss aus dem Stamm, aus der Sippe. Und das hat den sicheren Tod bedeutet. Deswegen ist ja unser Urbedürfnis, ist ja Bindung, Nähe, Selbstbestimmtheit, aber Ordnung, Struktur, Leichtigkeit und Freude. Und dann, wenn wir sozialisieren, wollen wir zu einer Gruppe dazugehören. Deswegen wachsen wir ja auch in der Familie auf. Oder es ist, weil wir in der Familie aufwachsen. Aber das Thema ist ja, muss mich jeder mögen? Das ist eine Sache, die gar nicht funktioniert. Ich kann nicht zu jedem und allen Resonanz haben. Und wie heißt es so schön? Das hat mir mal jemand gesagt, auch als ich meinen ersten Podcast aufgenommen habe, sagt er, wissen Sie, Herr Witschier, am Anfang wird man Sie ignorieren, dann wird man Sie gar nicht wahrnehmen. Und dann wird man Sie belächeln und dann wird man Sie bekämpfen. Und dann wird man Sie bewundern. Und das ist in allen Bereichen, die ich bisher in meinem Leben angegangen habe, in meiner Selbstständigkeit. Das war immer der Fall. Und deswegen, wenn man mich belächelt, ablehnt oder bekämpft, dann weiß ich, bin auf dem richtigen Weg. Aber das steckt tief in uns drin. Und deswegen, wie heißt so schön, everybody's darling is everybody's step. Ja, die Angst zu versagen hält viel auch vor Innovationen ab. Ja, aber zu sagen, ich habe jetzt 100 Dinge ausprobiert, wie es funktionieren kann. Und wenn ich auch jetzt hier sehe, bei dem Projekt, was ich gerade voranschiebe in dem Startup, wie die ersten Prototypen aussehen und wie geil das jetzt ist. Ja, das sind Welten dazwischen, aber ich habe ihn nicht versagt. Ich habe es ausprobiert oder mein erster Podcast und den ich jetzt spreche und viele andere Dinge. Ja, dann kommen wir zum Schluss noch zu dem vierten Hindernis. Das ist dieser Was-Wenn-Zweifel. Also was, wenn mein Projekt nicht erfolgreich ist? Oder was, wenn mein Partner jemand anders findet? Was, wenn ich plötzlich krank wäre? Was, Herr Wittier, wenn das alles nicht mehr funktioniert? Was, wenn meine Dienstleistung nicht mehr gebraucht wird? Ja.
Aber das Spannende ist ja, dass Studien zeigen, dass nur 4% dessen, warum wir uns Tag ein und Tag aus Sorgen machen, tatsächlich auf irgendeine Weise eintritt. Und das ist ja der Stressverstärker, sei auf der Hut. Ich hatte heute noch ein Coaching mit jemand, der hat gesagt, ja, Herr Wittier, ich weiß jetzt, wo es herkommt. Wir haben das herausgefunden, meine Oma, wenn ich da im Garten auf den Baum klettern wollte, hat sie gesagt, oh Junge, pass auf nicht, dass du runterfällst. Ja, aber zum Kind gehört, auf den Baum zu klettern. Und da kamen viele andere Dinge dazu. Ja, und wie kann man das umgekehrt schaffen? Ja, indem man genau dieses Hindernis mit den Annahmen einfach auf den Kopf stellt. Also, was, wenn es sofort funktionieren würde? Was, wenn jeder das geil fände? Und deswegen frage ich dich an dieser Stelle mal, welches dieser vier Hindernisse, es gibt natürlich viele mehr, aber ich habe mal die vier wichtigsten herausgegriffen, hört sich für dich am bekanntesten an. Und dann rufe ich dir zu, wenn du wissen willst, wie du jede einzelne dieser Blockaden lösen kannst, dann lade ich dich einfach ein, mit mir Kontakt aufzunehmen und mit mir das zu besprechen, weil das ein oder andere Hindernis stand mir auch im Weg. Und hätte ich es nicht damals auch mit meinen Mentoren, Coaches, Büchern, Selbstversuchen, aber auch mit viel Hilfe von anderen hätte lösen können, wäre ich heute nicht an dem Punkt, an dem ich jetzt bin. Deswegen rufe ich dir zu, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Löse Blockaden, und zwar unnötige, die dich davon abhalten, das Leben zu führen, das du führen willst, der zu sein, der du sowieso schon lange bist. Und von daher, ich kann dir nur zurufen, all die, die eine oder andere Blockade lösen konnten und heute freier und glücklicher leben, die würden dir das ebenso bestätigen. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, schönen Tag, schöne Woche, und nächsten Mittwoch wird es dann wieder heißen, zum 187. Mal, herzlich willkommen beim Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin Wittier. Ciao.